welche zum Verkaufen. Wartet, ich muss mir erst noch Geld holen. Los, gib den Brief her. Ich denke nicht daran. Das ist kein Brief, sondern ein Schuldschein mit Eheversprechen. Gib mir erst meine 80.000 Schilling wieder. Mami! Vertraust du mir nicht mehr? Wenn wir verheiratet sind, haben wir sowieso nur eine Kasse. Mami! Daran glaube ich jetzt nicht mehr, Boris. Ach, und seit wann nicht mehr? Seit mir ein anderer Ganove die Augen über dich geöffnet hat. Und Mami! Seit wann glaubst du einem Ganoven? Dir habe ich ja auch geglaubt. Wer hat mich bei dir ausgeben Mami! Wollen? Das kann doch nur jemand gewesen sein, der sich in mein Nest setzen will. Ich weiß schon, wer. Waldemar Fürst? Der würde das nicht so, wagen. So, so. Waldemar Fürst ist es also. Du willst nur ablenken. Du hast eine neue Freundin. Aber ich werde dieser Wallispecht den Brief persönlich unter die Nase halten. Den Schuldschein meinst du? Da wird sie sich aber freuen. Schluss, jetzt verstanden. Gib den Brief her, los. Nur über meine Leiche. Du weißt, ich bekomme immer, was ich will. Lass mich los, du ekelst mich an. Wer bloß nicht hysterisch. Dieser Lärm. Rücksichtslosigkeit. Hoffentlich ist deine neue Freundin nicht auch so dumm wie ich und vertraut dir ihr ganzes Geld an. Nein, Boris. Nein. Also was ist? Kriege ich den Brief? Nein, wenn ich ihm jemanden gebe, dann nur der Wallispecht. Mami. Sei nicht kindisch. Mami. Ich kann jederzeit bestreiten, was da drin steht. Nein, Claudia, jetzt kannst du nicht herein. Schick die Kleine weg, verstanden? Es geht jetzt nicht, Claudia. Mami, wer ist das? Claudia. Geh jetzt, bitte. Mami, warum weinst du? Was ist? Steck das ein. Aber lass es niemanden sehen. Hörst du? Niemand. Komm nachher wieder. Diese verdammte Klingel. Was hast du ihr dazugesteckt? Was wollte denn die Kleine? Ich weiß es nicht. Ach, lass das. Die Kleine kann wiederkommen. Du bist widerlich. Du kriegst nichts von mir, weder den Brief noch mich. Verschwinde. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Scher dich raus. Komm, gib mir den Brief. Du weißt doch, wie ich mir die Dinge zu nehmen pflege. Oh. Die Leute heutzutage. Mami! Mami, mach auf! Mami! Was ist denn? Was machst denn da? Schauen Sie. Bitte. Meine Mami. Um Gottes Willen. Komm, Kind. Komm. Mordkommission. Inspektor Stenzel. Eine Frau ist ermordet worden in der Grünangergasse. Grünangergasse, Nummer? Nummer 9. Ja, ich habe notiert. Danke, Ende. Herr Polizeirat, noch eine Zigarre auf dem Heimweg? Herr Polizeirat, Mord in der Grünangergasse. Eine Frau wurde erdrosselt. Das Einsatzkommando ist schon verständigt. Geben Sie durch, dass wir sofort kommen. Gerichtsmediziner und so weiter. Fischer fährt schon mal voraus. Jawohl, Herr Polizeirat. Ich rufe auch Ihre Frau gleich an, dass es wieder später wird. Was ist? Worauf warten Sie noch, Fischer? Einmal möchte ich hier pünktlich rauskommen. Ich sag's ja immer, Sie hätten Schulmeister werden sollen, wenn's da klingelt. Bums, gehen alle nach Hause. Und wenn es bei uns klingelt, Bums, ist es ein Wort. Das ist ein schöner Beruf. Ja, morgen. Eine Pause, ja. Ist schon. Ist am helllichen Tag. Furchtbar.
Kasten wird, wenn ich wieder Wohnung bin. Da will ich aber nicht einziehen, wenn ich umgebracht worden ist. Mir egal, ich wohne ja in Köln. Na, also bitte, das ist ja eine Geschmackssache. Nur Würgemale? Keine Kratzer im Gesicht? Keine Spur von Gegenwehr, Doktor? Hm? Nein, nichts. Achten Sie bei der Autopsie auf Hinweise auf ein Sexualverbrechen. Wenn Leichen so aufgefunden werden, machen wir das automatisch. Herr Polizeirat, die üblichen Aufnahmen? Ja, ein paar Nahaufnahmen. Und eine von dort. Keine Information an die Presse, ist ja nicht freigegeben worden. Ja, ja. Anscheinend ein gestörtes Badevergnügen. Das Badewasser ist noch lauwarm. Demnach hat die Frau den Täter gekannt, sonst hätte sie ihn kaum reingelassen. Kaum. Herr Polizeirat, hier ist ein deutlicher Schuhsohlenabdruck. Und hier eine ganz frische Handfläche. Wahrscheinlich hat der Täter versucht, das Fenster aufzudrücken. Vielleicht finden Sie was da auf dem Baugerüst. Das wird schwierig sein, aber noch bin ich nicht so weit. Herr Polizeirat? Herr Polizeirat, das ist, Meimer. Frau Gmeimer, sie hat als Erste das Revier verständigt. Wissen Sie, wo das Kind ist, das Sie vor der Tür angetroffen haben? Na, sie ist mal am Weg zum Revier davongelaufen. Sie hat halt einen Schock. Ja, und seitdem ist sie nicht wieder zurückgekehrt. Verständigen Sie gleich die Fürsorge. Die sollen sich um den Fall kümmern. Hm. Also, Herr Kommissar, Herr Polizeirat, das war nämlich so... Die Leiche kann freigegeben werden, Herr Polizeirat. Dankeschön. Wer hätte denn auch an sowas gedacht? Also, ich will damit nichts zu tun haben. Verstehe. Mit Mord will kein Mensch was zu tun haben, meine liebe Frau Gmeiner. Aber Sie wohnen neben der Ermordeten. Sie haben sie gut gekannt. Sie haben die Tote selbst gesehen. Kein schöner Anblick. Ein Mensch erwürgt einen anderen mit einem Schal und dreht ihn immer fester zu. 10 Sekunden, 20, 30, 40 Sekunden, so lange, bis es vorbei ist. Ach, eine gemeine Art, jemanden umzubringen. Ganz gemeiner Mord. Hören Sie auf, ich bitte Sie, hören Sie auf. Begreifen Sie nun, warum Ihre Zeugenaussage so wichtig ist? Heimtückischer Mord liegt hier vor. Also, ich wohne hier Wand an Wand. Sie war Barsängerin oder so. Sie war ja immer furchtbar nett. Sie hat auch ein uneheliches Kind, also kann sie gar nicht so schlecht sein. Wie meinen Sie das? Sonst hätte sie es doch wegmachen lassen. Nein, nein, so eine war sie nicht. Was ich da heute am Abend gehört habe, na, man weiß ja, was manche Männer heutzutage mit uns armen Frauen aufführen. Ich habe ja nichts verstehen können. Ich bin ja nicht eine von den Neugierigsten. Das glaube ich Ihnen. Und weiter? Naja, plötzlich ist alles so still geworden. Nur noch ein Röcheln habe ich gehört. Sie müssen mich verstehen. Gibt ja Menschen, die Sie vorher streiten müssen. Ich meine, und ich überlege, ob das noch alles ganz normal ist. Hat da plötzlich das Kind am Gang zum Schreien angefangen. Und dann habe ich gesehen, was passiert ist. Und habe das Revier verständigt. Claudia hängt doch sehr an ihrer Mutter. Bis jetzt ist kein Tag vergangen, wo sie nicht da war. Was wird denn aus so einem armen Kind? Tja, wahrscheinlich stecken sie sie ins Waisenhaus, wo die armen Würmer immer hinkommen. Ein Jammer. Ich würde mich ja gerne um die Kleine kümmern, Herr Polizeirat. Aber ich bin ja auch von morgens bis abends unterwegs. Abstand zur Tür 82 Zentimeter. Abstand zwischen Bett und Füßen 2,20 Meter. So, das wär's. Haben Sie alles? Ja. Herr Polizeirat, da sind zwei Journalisten draußen. Was machen wir mit denen? Soll ich die reinlassen? Nein, 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 keine Presse. Je weniger der Mörder durch die Presse erfährt, desto besser für die Untersuchung. Sagen Sie ihnen nur den Namen der Frau. Ja, dann soll sie warten, bis sie schwarz werden. Da ist ja die Kleine, Herr Kommissar. Oh. Was machst du denn auf einmal hier, mein Kind? Wo bist du denn inzwischen gewesen? Hm? Wo warst du denn so lange, mein Kleines? Wo ist meine Mutti? Die Leute da draußen sagen. Ja, ja. Ich will zu meiner Mutti. Ich will zu meiner Mutti. Deiner Mama geht's bald wieder gut. Sie ist im Krankenhaus. Wohnte die Kleine bei ihrer Mutter? Nein, bei ihren Pflegeeltern. Im 14. Bezirk in der Benzinger Straße 108. Fischer, bringen Sie die Kleine dorthin. Magst du gern Schokolade? Hm? Oh, gehört er dir? Ja. Oh, du bist aber reich. Den bringe ich dir morgen früh mit der Schokolade, ja? Wir brauchen den nämlich hier noch ein bisschen. Und jetzt bringt dich der nette Onkel da nach Hause, ja? Na komm. Hallo, Paul. Bitte hier Fingerabdrücke abnehmen. Ja, sofort. Bitte fahren Sie die Kleine in die Penzinger Straße 108. Penzinger 108. Zu Familie Stein.
Hat die Kleine mit der Sache etwas zu tun? Die Tochter der Ermordeten. Schlecht. Ich muss mich übergeben. Nur noch ein paar Häuserblocks, dann bist du sowieso zu Hause. Aber mir ist so übel. Da vorne ist eine Parkanlage, da kannst du aussteigen. So, mein Fräulein. Ah, Mistding. Ja. Furchtbar. Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken. Und ausgerechnet dieser Oberinspektor muss auch noch ganz laut sagen, dass Ihre Mutter ermordet wurde. Die Kleine war angeblich Zeuge des Mordes. Davon weiß ich nichts. Du, schau mal, was mit der Kleinen los ist. Mhm. Hey! Hallo! Hallo, Kleine, wo steckst du denn? Otto, die Kleine ist weggelaufen. Vielleicht ist sie schon nach Hause. Ist gleich noch weg. Fahren wir hin. Wir sind ein anständiges Haus. Was wollen Sie hier? Uns ist ein kleines Mädchen weggelaufen. Wir sollten sie bei einer Familie Stein abliefern. Das Pflegekind. Die Steins sind wieder mal nicht zu Hause. Das sind Nachbummler. Aber die Kleine, die kommt immer wieder zu mir, während die Steins beim Heurigen ihr Geld versaufen. Haben Sie die Kleine heute Abend schon gesehen? Ach, keine Spur. Warum fragen Sie, was ist denn passiert? Ihre Mutter ist tot. Ach, um Himmels Willen, allmächtiger Gott. Es ist niemand zu Hause. Mein Gott. Wenn die Steins nach Hause kommen, sollen sie diese Nummer haben. Ja, ich schon recht. Sind Sie schon weg? Ja, Kindchen, komm nur her. Setz dich dorthin. Mein Gott, wie konnte denn das passieren? Deine Mutter, eine so seelensgute Frau, entsetzlich. Tja, und was soll nun aus dir werden? Dein Pflegevater hat nichts zu sagen. Er ist ein Säufer und steht unterm Pantoffel. Na und sie, wenn die kein Geld mehr für dich kriegt, steckt sie dich glatt ins Waisenhaus. Die macht nichts umsonst. Weißt du, mit Obst muss man sehr vorsichtig umgehen. Der kleinste Fleck und die Leute kaufen's nicht mehr. Ja. Die Zeiten ändern sich. Willst du ihn haben? Tante Blaschek, ich habe ihn gesehen. Wen hast du gesehen? Den Mann, der bei Mami war, bevor sie tot war. Der mich so komisch vom Spiegel aus angestarrt hat. Und nachher stand er noch mal neben dem Auto. Ich glaube, er will mir auch was tun. Ich habe Angst. In einer Stunde ist Redaktionsschluss und wir wissen noch immer nichts über den Mord. Achtung an alle Streifenwagen. Eine wichtige Suchmeldung. 9-jähriges Mädchen, 1,30 Meter groß, langes, braunes Haar, braune Augen. Ist aus dem Streifenwagen entlaufen, im 14. Bezirk, nähe der Penzinger Straße. 14. Bezirk, Penzinger Straße? Mensch, das ist doch die Adresse, die der Assistent von Moll dem Fahrer angegeben hat. Los, da fahren wir sofort hin. Okay. Und die Polizei weiß nichts von dem, was du mir eben erzählt hast? Nein, die haben mich auch nicht danach gefragt. Und meine schöne Sparkasse haben sie mir auch weggenommen. So ein dicker Herr. Und vom Waisenhaus hat er auch irgendwas gesagt. Typisch. Mit dir können sie ja machen, was sie wollen. Du hast ja niemanden mehr. Ach, schon 9 Uhr. Komm, geh schnell nach oben. Für den Fall, dass die Steins doch früher nach Hause kommen. Ich habe Angst, Tante Blaschek. Kindchen, du brauchst doch keine Angst zu haben. Geh nur, ich warte hier. Wiedersehen.
Und was machen wir jetzt? Meine einmalige Journalistennase sagt mir, dass die Alte da von dem Gemischtwarenladen mehr weiß als unser ganzer Telegraph. Die Alte quetschen wir jetzt mal aus. Na los, mach schon. Quetsch dir deine Reporternase nicht ein. Keine Angst. Guten Abend. Hier wohnt doch das Mädchen. Natürlich, hier wohnen viele Mädchen. Welches Alter? Die Kleine, deren Mutter heute ermordet worden ist. Ach ja, da müssen Sie hinaufgehen zu Steins. Das sind die Pflegeeltern. Aber ob die Ihnen Auskunft geben? Versuchen können wir es ja. Haben Sie die Kleine heute schon gesehen? Natürlich, die Kleine ist ja viel lieber bei mir als bei ihren Pflegeeltern. Denn die Frau Stein, müssen Sie wissen, das ist eine richtige Biskuit. Das Siegel ist in Ordnung. Natürlich hat sie den Mörder gesehen und sogar genau erkannt. Aber sie war so erschrocken, dass sie der Polizei das nicht sagen konnte. Was? Das weiß die Polizei doch gar nicht? Nein, obwohl die immer alles besser wissen wollen. Das ist die Bombe. Na, habe ich nun eine einmalige Journalistennase oder nicht? Du, ich sehe schon die Titelseite. Tochter der Ermordeten hat Mörder gesehen. Und du hast das nicht fotografiert. Du verfasst heute Nacht einen enormen Artikel und ich treibe ein Foto von der Kleinen auf, ganz egal, wie sie darauf aussieht, okay? Und das Ganze muss noch auf die Titelseite vom Mittagstelegraph. Und jetzt, Madame, bitte noch ein Foto. Danke. Wiederschauen.
Guten Morgen. Sie haben doch ein kleines Mädchen hier in Pflege, Claudia Sampton. Was wollen Sie von ihr? Hat sie was angestellt? Nein, nichts. Claudias Mutter ist ermordet worden. Ich brauche sie für eine Aussage. Man sagt, sie hat den Mörder gesehen. Ich muss ihr ein paar Fragen stellen. Sie ist unser Beamten gestern ausgerückt. Kommen Sie rein. Danke. Die ist tot? Ja, bezahlt ihr nun weiter für das Kind? Was wird denn aus uns? Ich meine, wer soll... Andere Sorgen hast du nicht. Mein Mann. Danke. Wenn das wahr ist, was der Inspektor sagt, das wäre ja entsetzlich für Claudia. Das mit dem Geld wird sich schon irgendwie regeln. Natürlich, das Haushaltsgeld war ja noch nie deine Sorge. Wie kannst du nur so reden? Nimm die doch zusammen. Das Leben geht weiter, Maria. Und deine Sauferei auch. Ja. Die kostet immer am meisten. Und was wird, wenn unser eigenes Kind erst geboren ist? Ja. Was machen wir denn da noch mit einem fremden Kind? Noch dazu von einer Sängerin. Egal, ob von deiner Cousine oder Nicht-Cousine. Maria! Ja, Tote soll man ruhen lassen und nicht schlecht machen. Wollen Sie etwas Bestimmtes damit sagen? Ach, wo, Herr Kommissar? Keine Spur. Bei meiner Frau dreht sich alles immer nur um Geld. Sie meint, Claudias Mutter hätte schon längst mehr bezahlen müssen. Glauben Sie, bei Ihrem Beruf als Sängerin hätte sie sich das leisten können? Ganz bestimmt sogar. Sie hat 100.000 Schilling aus dem Ausland mitgebracht. Das war vor 3 Jahren. Ich muss schon sagen, eine Menge Geld. Und? Was hat sie damit gemacht? Sie wollte es in ein Geschäft stecken. Mehr weiß ich auch nicht. Das müsste das Kind doch jetzt erben, nicht wahr, Herr Kommissar? Ihre Behauptung über das Geld der Ermordeten bringt einen vollkommen neuen Gesichtspunkt in die Sache. Wieso? Ich habe doch nichts behauptet, Herr Kommissar. Hat man das Geld nicht gefunden? Haben Sie nicht eine Vermutung, wo sie es versteckt haben könnte? Nein. Meine Frau dachte, es wäre ganz schön, wenn man das Geld gefunden hätte. Ich bin nicht vom Finanzamt. Ich bin bloß von der Mordkommission. Und jetzt möchte ich endlich mit dem Kind sprechen. Da ist Ihr Zimmer. Wir sind erst um 3 Uhr früh nach Hause gekommen. Sie wird schon in der Schule sein. Macht sich die Kleine ihr Bett selbst? Hin und wieder. Dass Sie für das Kind die Verantwortung haben, das wissen Sie wohl. Selbstverständlich. Wir sind ausnahmsweise spät nach Hause gekommen und sie muss früh in die Schule. Also, so wie sie zurückkommt, erwarte ich Sie in meinem Büro mit Ihrer Frau und mit Claudia, Sicherheitsbüro 1. Bezirk. In welche Schule geht Claudia? In die Martinschule, 10 Minuten mit dem Bus von hier. Komm rein mit mir. Wir kommen nicht allein zu spät. Ja, da kommt ja noch einer. Ja, lass ihn zwerg. Herr Polizeirat, die kleine Claudia Sempton ist heute Morgen nicht in die Schule gekommen. Ach, das hat mir noch gefehlt. Stenzel, wichtige Durchsage im Mordfall Sempton. Die Suchaktion nach dem Kind läuft weiter. Name Claudia Sempton. Aktion bleibt intern. Die Meldung von gestern wiederholen. Aber lass die Kleine nicht wieder laufen. Sämtliche Nachrichten sofort persönlich an mich. Warum machen wir denn keine öffentliche Fahndung? Überlegen Sie doch mal öffentliche Fahndung. Das arme Mädchen würde sich ja vorkommen wie ein Kaninchen unter Wölfen. Auf die Art kriegen wir sie nie. Ihr habt schon genug mitgemacht. Kommen Sie. Übrigens, der Bericht vom Arzt ist da. Das Opfer wurde erst bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und dann mit einem Seidenschal erdrosselt. Und bei der Autopsie ist nichts gefunden worden? Keine Hautfetzen unter den Fingernägeln der Nichts. Toten? Die Ermordete soll aus dem Ausland eine Menge Geld mitgebracht haben. Der Tatort sah aber nicht nach Raubmord aus. Die Pflegeeltern sprachen aber von einer Summe von 100.000 Schilling. So ein großer Betrag kann doch nicht einfach spurlos vom Erdboden verschwinden. Na, vielleicht hat sie ihr Geld in einem Sparstrumpf gehabt. Also, sie kam ja aus kleinen Verhältnissen. Also, ich habe zum Beispiel zu Hause so einen kleinen Sparstrumpf, ja, und da tue ich immer rein, wenn der... Überprüfen Sie erstmal Ihre Freunde und Kollegen. Vor allem die aus dem Nachtlokal. Und möglichst schnell. Trommeln Sie sie ruhig aus dem Bett, wenn es sein muss. Damen aus dem Bett holen. Endlich mal ein kriminalistischer Auftrag. Danach fahren Sie in die Wohnung der Ermordeten. Bringen Sie mir diese Sparbüchse und vom Nachttisch die Fotografie. Ich muss auf einen Sprung weg. Ich habe da einen Hinweis von der Kirchengemeinde von St. Peter. Die Sempton soll da mal im Kirchenchor gesungen haben. Was denn? Die Sempton war ein Sängerknabe? Na, haben Sie was rausgefunden? Das sind die Fingerabdrücke der Toten und hier die des Kindes. Ist das alles? Nein. Auf der Fensterscheibe des Schlafzimmers haben wir einen ganz frischen Fingerabdruck entdeckt. Aber er ist bei uns nicht registriert. Leider kann man von einem Seidenschal noch keine Fingerabdrücke abnehmen.
Oberinspektor Fischer. Sind Sie der Geschäftsführer? Ja, Sie wünschen. Ich hätte gerne ein paar Fragen an Sie gestellt über Frau Sempton. Ihre Sorgen möchte ich haben. Ich frage mich, woher ich Ersatz bekomme. Ein Problem, das sage ich Ihnen. Wieso? War sie denn so gut? Maria, schalten Sie mal das Band bei Mr. Sempton. Sie wissen schon. Wir können uns ruhig dabei weiter unterhalten. Ich glaube nicht, dass es Sie stören wird. Im Gegenteil. Das sagen Sie nach Mitternacht. Sie konnte was. Hat Ihr Publikum in der Hand. Zog sie sich dabei auch aus? Ich meine, Striptease? Sowas können wir uns bei unseren Gästen nicht leisten. Sagen Sie, was hatten die Sempton so bei Ihnen verdient? 1800 pro Abend. Eine Menge Geld. Die Gage wurde aber gepfändet, bis auf das wenige, das sie zum Leben brauchte. Soviel ich weiß, hat sie von einer Bank für ein größeres Geschäft Geld aufgenommen. Aber der Mann, den sie mit dem Geschäft betraute, hat das Geld unterschlagen. Kennen Sie denjenigen? Nein, leider nicht. Könnte ich vielleicht den Pfändungsbeschluss mal sehen? Ja, sehr gerne, aber da müssen Sie mit hinauf ins Büro kommen. Vielleicht gehen Sie jetzt doch auf Striptease, was? Nein, nein, das sind nur Fotos von Agenten, die wissen, dass wir eine neue Attraktion suchen. Na ja, die wär's doch. Hübsch, was? Viel Striptease, wenig Gesang. So wenig Stimme, sollte sie nun auch wieder nicht haben. Bitte. In Ihrem Beruf wie in meinem Hochwürden ist das erstes Gebot verstehen zu können, wenn es um menschliche Schicksale geht. Darum bin ich auch hier. Sie hat in unserem Kirchenchor gesungen, eine schöne Stimme. Damals stand sie kurz vor der Hochzeit mit einem Ingenieur, er ist tödlich verunglückt. Bald danach kam Claudia auf die Welt und sie ging ins Ausland, um Geld zu verdienen. Um dieses Geld geht es eben, Hochwürden. Wir wissen sogar, dass sie sehr viel verdient hat und wir vermuten einen Zusammenhang mit dem Mord. Haben Sie nach Ihrer Rückkehr noch Kontakt mit ihr gehabt? Sie hat mich nur einmal um Rat gefragt, wie sie das Geld am günstigsten für Claudia anlegen soll. Mehr kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen, Herr Polizeirat. Darf ich gelegentlich noch mal vorbeikommen, Hochwürden? Bitte jederzeit, Herr Polizeirat. Danke, Hochwürden. Ja, wo kommst du denn her? Musst du denn nicht in der Schule sein? Ich war gar nicht, Tante Blasche. Ich habe Angst gehabt, dass mich alle fragen wegen meiner Mutti. Du darfst es aber nicht Onkel Stein verraten. Nein, nein, ich sag schon nichts. Kein Wunderkind, nach allem, was dir passiert ist. Aber wir werden gleich in bessere Stimmung kommen. Wir machen jetzt einen schönen Plausch mit den Marktweibern. Das bringt dich dann auf andere Gedanken. Und dann gehst du mit mir nach Hause und ich koche dir den besten Gemüsetopf, der im Kochbuch steht. Einverstanden? Oh ja. So was von Dummheit gehört verboten, verantwortungslos. Was ist passiert, Chef? Wenn ich den Burschen erwische, der das da verbrochen hat, drehe ich ihm höchstpersönlich den Kragen um. Groß und breit steht da, das Mädchen hat den Mörder seiner Mutter gesehen. Wissen Sie, was das bedeutet? Das Todesurteil für das Mädchen. Priske Sempton. Aber war das nicht die Frau, die gestern mit mir telefoniert hat? Wie soll ich das wissen? Aber wieso nicht? Du hast doch neben mir gestanden und jedes Wort mit angehört. Priska Sempton wollte mich heute besuchen, weil sie mir was Wichtiges mitzuteilen hätte. Du hast sie doch gekannt, nicht wahr? Ich habe sie durch Waldemar Fürst kennengelernt. Ein Barflättchen, Sängerin. Mehr kann man doch nicht sein, wenn man mit dem sanften Waldemar ein Verhältnis hat. Den kennst du doch sehr gut. Gut ist übertrieben. Aber vielleicht kann er mir sagen, was sie von mir wollte. Der wird sich hüten. Der hat sie doch ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und ich glaube nicht, dass sie die Einzige war, die seine Liebe mit Bargeld bezahlt hat. Eigenartig. Es schien, als ob sie mich warnen wollte. Vielleicht war sie eifersüchtig auf mich wegen Wald. Vielleicht hatte sie Grund. Und zwar mehr, als mir lieb ist. Kanaille. Boris. Boris. Doch nicht hier. Vor allen Leuten. Thank you.
ist sie denn? Wenn sie allein hier gefunden hat, findet sie auch allein wieder nach Haus. Die geht nicht verloren. Was machst du da? Komm, schau, dass du weiterkommst. Kein Kinderspielplatz hier. Haben Sie ein kleines Mädchen gesehen? Nein, Vorsicht, weg hier! Wenn John Greifer Sie erwischt, dann wird von Ihnen nicht viel übrig bleiben. Steht doch überall dran, Lebensgefahr! Was haben Sie hier zu suchen? Ich suche meine Tochter, die ist mir weggelaufen. Die werden Sie hier wohl kaum finden. Wie heute Ja, am Fetzen dazu. Ja, da fehlt noch ein 100er. Ich brauche noch 1000. Vielleicht ein Fetzen. So. Achtung, Schmier! Was ist los, was willst? Komm, ich will in die Bank. Mhm. Den besten Geber zahlt also legt's rein. Ein 100er. Ja, das war 50er. Es geht schon weiter, meine Herren. Was gibt's, Puppel? Die Zeitung schon gelesen? Pech gehabt, das Flieschel. Kommt in den besten Familien vor. Na, servus. Du hast aber die Ruhe weg. Brennen deine Socken noch nicht? An deiner Stelle wäre ich längst die Staubwolke. Och, spiel nicht den Ahnungslosen. Du hast die Priska doch gut gekannt, oder nicht? Was heißt gekannt? Mich geht die ganze Geschichte nichts an. Du versuchst mir da unerhörte Neuigkeiten aufzuschwätzen. Gib dir keine Mühe. Boris hat mir schon längst alles erzählt. Herr Garrett? Was kann der dir schon erzählt haben? Los, rede was! Dass du sie gekannt hast. Schau, es steht alles schwarz auf weiß in der Zeitung. Die kleine Tochter hat den Mörder erkannt. Aber nicht, dass ich sie gekannt habe. Der geschminkte Guschen. Bitte. Staubwolke. Blödsinn. Gehen Sie. Für diese Lüge werde ich mich bei deinem Busenfreund noch böse revanchieren. Was zu viel ist, ist zu viel. Auch für mich. Ich brauche aber 100er. Weil ich nichts verdient habe. Ich häng drin. Ich hab noch keinen Herrn gehabt. Gib schon her. Aber. Herr Polizeirat Moll, ich habe eine interessante Nachricht für Sie. Mein Name ist unwichtig. Wenn Sie mich wieder einmal fangen, gibt's mir dann dafür. Schicken Sie jemanden ins Café Windseile am Naschmarkt. Die sollen die Wallis Specht nach dem sanften Waldemar fragen. Der kann Ihnen bestimmt etwas über den Mord an der Barsängerin erzählen. Wie ich gerade gehört habe, soll der Waldemar Fürst Ihr letzter Liebhaber gewesen sein. Fischer, ich habe da einen Judas-Anruf erhalten. Wir fahren sofort zum Naschmarkt, Café Windseile. Kein Polizeiwagen, kein Aufsehen. Verstanden? Einmal zwei. Der hier muss weg. Guten Tag, meine Herren. Was wünschen Sie? Machen Sie die Arbeit hier allein oder haben Sie noch Personal? Allein könnte ich die Herren Markthelfer wohl kaum bewältigen. Das schaffe sogar ich nicht. Alles, was hier rumsitzt, ist mein Personal. Sie haben vor einer Viertelstunde eine Unterhaltung mit einem gewissen Waldemar Fürst geführt. Kann sein, aber ob der Fürst, mit dem ich gesprochen habe, mit Vornamen Waldemar heißt, das weiß ich nicht. Ich rede doch meine Kundschaft nicht mit dem Vornamen an. Wir sind von der Mordkommission, falls Sie das noch nicht wissen sollten.
Und wenn Sie den Fürsten noch länger decken, haben wir einen Grund, Sie mitzunehmen. Woher soll ich wissen, wo der steckt? Keine Sorge, den finden wir schon. Ich war nicht umsonst lange genug beim Fallspieldezernat. Wir werden jetzt da drin die Stoßpartie mal ein bisschen stören. Oder sind die Herren Passionsspieler heute auf Urlaub? Nicht so eilig, meine Herren. Sie wollen doch den guten Ruf meines Cafés nicht gefährden. Ich werde Ihnen gern alles sagen, was Sie von mir wissen wollen. Waldemar, die Polizei wartet draußen auf dich. Komm schnell, ich sperre die Hintertür auf. Ich bleibe hier, ich habe eine reine Weste. Ich verdrück mich lieber. Den Fürst können Sie halten für was Sie wollen. Für einen Schwindler, einen Taugenichts, einen Falschspieler, einen Casanova. Aber dass er einen Mord begehen könnte, das glaube ich nie im Leben. Und was ist mit dem Gespräch über den Mord, das Sie mit ihm hatten? Wir haben einen Zeugen dafür. Kommen Sie, Fischer. Hab ich den Tippelbruder doch zu spät rausgeschmissen. Seit einer Stunde versuchen Sie nun, ein Alibi zu erfinden. Ein Alibi für gestern in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr. Ich kann nur sagen, dass ich um die fragliche Zeit in Herrn Heils Karten gespielt habe. Tarock oder Skat? Was denn? Der sanfte Waldemar spielt nicht mehr meine Tante, deine Tante? Keinen Stoß? Nicht einmal mehr Poker? Da wird aber das Fallspieldezernat arbeitslos. Ein Glück, dass ich jetzt in der Mordkommission bin. Wie kommt der eigentlich zu dem Namen sanfter Waldemar? Weil ich nicht stechen kann, Herr Kommissar, und keiner Fliege was zuleide tue, schon gar nicht einer Frau. Wie heißt denn nun das Café, in dem Sie gestern zwischen 17 und 18 Uhr angeblich Karten gespielt haben? Papagallo, so, jetzt wissen Sie es. Ja, aber dort hat Sie niemand gesehen. Wo waren Sie also in der fraglichen Zeit? Herr Kommissar, Sie können mir doch keinen Mord unter die Weste jubeln, doch nicht einem Waldemar Fürst, Chef. Sie haben Pech, wir haben unsere Informationen und Sie kein Alibi, Fürst. Das könnte ich Ihnen schon sagen, aber dann können Sie mich morgen im Leichenschauhaus interviewen. Wie lange kannten Sie die Ermordete? Ich kannte sie überhaupt nicht. Ich bin ein Kartenspieler und kein Liebhaber. Wir sind hier fertig. Kommen Sie mit runter. Natürlich habe ich Sie irgendwo mal gesehen. Ich kenne mich in den Nachtclubs zwischen Wien und Paris gut aus. Ich habe Sie auch mal singen hören. Sie hatte einen ganz besonderen Reiz in ihrer Stimme. Sie erweckte in mir eine Art verdrängtes Muttergefühl ein, ein inneres Erröten. Nun fangen Sie bloß nicht an zu weinen, sanfter Waldemar. Und dann haben Sie es ein bisschen umgebracht. Weil Sie das in Ihnen aufgespeicherte Muttergefühl auf eine perverse Art loswerden wollten, was? Bumm. Bringen Sie mich nicht auf neue Ideen. Bisher war ich sexuell ganz normal veranlagt. Über Ihre Veranlagung sprechen wir morgen weiter. Wir haben ja so viel Zeit. Wochen, Monate, Jahre lang werden Sie hier sitzen. Wenn der so weiter rennt, rennt er auf den Zentralfriedhof. Edge, mein ist der Schnellste. In der nächsten Kurve überhole ich dich. Mami, deiner ist der Letzte. Ah, du läufst ja schon zwei Runden. Meiner ist der Letzte. Ach, schade. Ich hab gewonnen, Mami. Nein, nein. So, hier ist der erste Bravo. Preis und hier ist der zweite Preis. Bravo. Na, und ich? Was bekomme ich? Hm? Ich habe was viel Schöneres als du. Papi am Leben. So, Schluss jetzt. Schluss. Zähne putzen und marsch ins Bett. Ja. So, ja. Hallo. Man muss sich an dieses Kind denken, von dem man nicht weiß, wo es ist. Wie gut es doch unsere Kinder haben. Schrecklich. Aber nimm es nicht gar zu schwer, Erwin. Natürlich ist es fürchterlich, was der Kleinen passiert ist. Ihr werdet sie schon wiederfinden. Wiederfinden, einfach gesagt. Das ist es ja. Sie traut sich nicht heim. Wegen der Pflegemutter, diesem Weibstück. Was, so arg? Ja, ich bin überzeugt, sie irrt irgendwo herum wie ein Hund, der sich verlaufen hat. Meine Leute haben auch Fehler gemacht. Das sollte eigentlich nicht vorkommen.
Aber es ist doch nicht deine Schuld, Erwin. Ich bin schuld, wir alle. Was wird, wenn der Mörder das Kind unglücklicherweise irgendwo aufspürt? Seit dem blöden Artikel ist sie noch mehr in Gefahr. Aber ich denke, ihr habt den Mörder schon eingesperrt. Nein, Waldemar Fürst. Der ist nur ein Spieler. Der ist bloß vorgeschoben worden vom eigentlichen Täter. Tja. Pass auf, Erwin. Morgen früh kannst du die Kleine von irgendeinem Revier abholen. Gesund und munter. Sie müsste längst gefunden sein. Sie wird über Radio und Fernsehen gesucht. Ach, du weißt doch, wie oberflächlich die Leute heute sind. Aber sie hat eben Angst vor der Polizei. Und das kränkt dich, was? Sehe ich aus wie jemand, vor dem man Angst haben muss? Oh, ne? Du nicht. Aber manche deiner Kollegen. Waren Sie in der Wohnung der Ermordeten? Die Sparbüchse war aufgebrochen und der Bilderrahmen war leer. Aber das Siegel an der Tür war unversehrt. Nur das vergitterte Fenster zum Flur neben der Tür war offen. Also Sie kommen mir immer mit den alten Geschichten. Erzählen Sie mir doch endlich mal was Neues. Herr Kommissar, glauben Sie mir doch, ich habe mit dem Mord an der Sempten nichts zu tun. Entschuldigen Sie, aber Sie töten mir langsam den Nerv. Vorgestern Abend, zwischen 5 und 7, haben Sie nach Aussage des Kaffeehausbesitzers ein Sektgelager unterbrochen und sind für mindestens 1,5 Stunden spurlos verschwunden. Wo waren Sie da? Bei Ihrer Verhaftung gestern haben wir Ihnen 30 Mille abgenommen. So viel Geld können Sie unmöglich an einem Nachmittag gewonnen haben. Geerbt von einer kleinen Freundin, Herr Kommissar. Liebesdienst. Und Sie denken im Ernst, dass wir Ihnen den Blödsinn glauben? Aber wir haben noch andere Methoden. Und in einer Stunde wird er zwitschern, unser Waldemar. Wozu lügen Sie noch? Sie sind dort besoffen weggegangen und vollkommen nüchtern wiedergekehrt. Wo waren Sie also in der Zwischenzeit? Schön gut, ich habe mal 18 Monate gesessen, aber Mörder bin ich keiner. Bei mir sind Sie auf der falschen Fährte. Sie decken doch ganz offensichtlich jemand. Haben Sie etwa dafür die 30.000 Schilling gekriegt? Fischer, führen Sie ihn wieder zurück. Wir werden Sie schon zum Reden bringen, sanfter Waldemar. Guten Tag. Ich möchte ein Glas Tee. Bitte sehr. Servus, Puppe. Du bist pünktlich. Du, ich habe eine Nacht hinter mir. Der Boss und der ganze Laden sind in Aufruhr. Wir befürchten, dass der Fürst unsere nächste Sache verraten wird, um aus dem Mordverdacht herauszukommen. Das ist doch meine Schuld. Den habe ich doch so gut wie verpfiffen. Nein, nein, das hast du schon gut gemacht. Ich muss heute Nacht mit den Steinen über die Grenze. Geht denn sowas so einfach? Leider nicht. Da ist eine kleine Schwierigkeit. Wir haben nicht das Geld, um die Steine auszulösen. Was heißt denn das, auslösen? Tja, Paul. Wir haben da einen Mann im Versatzamt, der uns das Zeug gegen einen Pfandschein von ganz minimalem Wert aufbewahrt. Aber jetzt drängt natürlich die Zeit. Wie viel brauchst du denn, Boris? Liebst du mich? Ob ich so viel Geld habe, das weiß ich nicht. Oh, es wäre nur für ein paar Tage, bis der Fürst des Mordes überführt ist. Aber bis dahin müssen die Steine im Ausland sein. Er wird natürlich alles versuchen, um die Polizei auf mich zu hetzen, weil er sich ausrechnen kann, dass ich seinen Job übernommen habe. Bitte sehr. Also, wie viel brauchst du? Sehr viel. Es ist für dich, Liebling. Also wie viel? 100.000. Wann willst du fahren? Spätestens heute Nacht. Und wie lange werde ich dann ohne dich sein müssen? Nur 3 Tage, Liebling. Bis dahin bricht bestimmt Waldemars Alibi zusammen. Er hat nämlich keins. Und wenn die Tatsache stimmt, dann war er es. Warum sagst du das nicht der Polizei? Chappell, dann würde doch die Sache mit den Steinen platzen. Ich müsste mich der Polizei als Zeuge zur Verfügung stellen und dürfte die Stadt eventuell nicht verlassen. Hol es dir bei mir in der Wohnung ab. Heute Abend, 7. Herr Polizeirat! Da ist ein Mädchen am Telefon. Sie sagt, es ist sehr wichtig. Die Nummer feststellen. Ich versuche, das Gespräch hinzuziehen. Sehen Sie zu, dass Sie die Nummer rausbekommen. Hallo? Ja? Polizei? Ja.
Der Mann in der Zeitung, das ist nicht derselbe Mann, der bei Mami war, bevor sie tot war. Der Mann, den Sie suchen müssen, ist jetzt mit Frau Specht im Café Eibenhof. Eibenhof? Kommen Sie, aber schnell. Claudia, wart auf uns. Wir kommen sofort. Wir wollen dir doch helfen. Lauf nicht wieder weg. Sie wollen mich ja nur ins Waisenhaus stecken. Das haben Sie auch der Vogtmeide gesagt. Und dafür habe ich Angst. Claudia! Na, was ist? Haben Sie die Nummer? Der Anruf kam aus einer öffentlichen Telefonzelle in der Hitzinger Hauptstraße vor dem Café Eibenhof. Sofort zwei Funkstreifenwagen zum Café Eibenhof, ohne Sirenen. Die Beamten bleiben im Hintergrund. Boris, ich hab dich was gefragt. Hör auf mit deiner Fragerei. Was hörst du denn so plötzlich? Ich bin übermüdet, Liebling. Ich gehe nach Hause und leg mich hin. Komm doch zu mir und ruh dich aus. Nein. Was ich noch sagen wollte, wenn du die 100.000 abhebst, nicht auf einmal, das könnte auffallen. Ich möchte nicht, dass du mit hineingezogen wirst, falls die Sache schief geht. Heute Abend um 7. Eine alte Bekannte, Herr Kommissar. Polizei, so früh am Tag, bei mir verkehren keine Flittchen. Wir sind nicht vom Gesundheitsamt, sondern von der Mordkommission, wenn Sie es wissen wollen. Fischer, kümmern Sie sich bitte um das Mädchen. Wird gemacht. Ausnahmsweise bei der Konkurrenz, Madame. Wer bedient an diesem Tisch? Ich werde mich sofort erkundigen. Ja, danke. Wo haben Sie denn Ihren Begleiter gelassen? Meinen Begleiter? Sie sehen doch, dass ich alleine bin. Fräulein. Sie haben diese Dame bedient. War sie allein oder war sie in Begleitung eines Mannes? Nachdem nur ein Glas vor der Dame steht, wurde sie allein bedient. Oder sind sie etwa zwei? Oh. Moment. Und wem gehört dann dieses Glas Tee? Hm? Wir können uns unmöglich alle Gäste merken, die hier Tee trinken. Das Fräulein hat mich gar nicht bedient, Herr Kommissar. Stimmt, meine Kollegin wurde von mir abgelöst. Herr Polizeirat, die Kleine ist wie üblich weggelaufen. Ich komme mir langsam vor wie ein Bernardiner auf der Hasenjagd. Während Sie als Bernardiner auf der Hasenjagd sind, möchte ich gern meinen Kaffee austrinken, der wird sonst kalt. Sie haben Tee in Ihrem Glas. Ich muss Sie leider bitten, uns ins Präsidium zu begleiten. Fischer, nehmen Sie die zwei Gläser mit. Natürlich. Das ist ein Abdruck aus der Wohnung der Ermordeten. Und? Und der hier stammt von dem Teeglas, das Sie uns vorhin gebracht haben. Und? Was hat das mit mir zu tun? Das Glas vom Nebentisch geht mich gar nichts an. Das war reiner Zufall. Der Polizeirat Waldemar Fürst hat vorhin im Kreuzverhör einen Boris Gerrit schwer belastet. Die diesbezüglichen Auskünfte habe ich bereits. Gerrit war im Jahr 46 UNRWA-Angestellter in Wien. In irgendeine Schwarzmarktaffäre verwickelt und wurde unehrenhaft aus der amerikanischen Armee ausgestoßen. Als Angehöriger der amerikanischen Besatzungsmacht unterstand er nicht den österreichischen Gesetzen und daher liegt auch kein Akt über diesen Fall vor. Er wohnte in den letzten Jahren in größeren Abständen unangemeldet in Wien. Daher liegt auch kein Akt über ihn bei der Fremdenpolizei vor. Fordern Sie Informationen über Interpol Washington an. Ein Glück, als Angehöriger der US-Armee muss er registriert sein. Und beschaffen Sie sich umgehend einen Hausdurchsuchungsbefehl für die Wohnung des Gerrit. Haben Sie die Adresse? Klar, Fürst hat gezwitschert. Stenzel bringt ihn gleich zum Verhör auf. Mir können Sie doch nichts vormachen. Sie beide kennen sich besser, als Sie zugeben wollen. Zum Beispiel, seit wann sind Sie denn Stammgast im Café Wienzeile, hä? Wenn ich mir die Dame so ansehe, könnte ich ihr fast verzeihen, dass sie mich hier so schwarz zu machen versucht. Ich sage Ihnen, Herr Kommissar, bei mir sind Sie auf der falschen Fährte. Kann ich jetzt gehen, nachdem die Dame sich nicht entscheiden kann, ob sie mich kennt oder nicht? Ich würde nicht so angeben in Ihrer Situation.
Es ist zum Lachen. Sie dichten mir einen Mord an und der Mörder läuft frei herum. Vielleicht schon hinter seinem nächsten Opfer her. Ich bin überzeugt, er bevorzugt mollige Blondinen. Gefallen Ihnen Blondinen nicht? Ich möchte mich nicht festlegen. Stenzel, Frau Specht kann wieder gehen. Sie muss unterschreiben, dass sie die Stadt nicht ohne unser Wissen verlässt. Und dass sie uns jederzeit zur Verfügung zu stehen hat. Aber mit Vergnügen, Herr Polizeirat. Und Ihnen möchte ich sagen, dass ich zum Glück weiß, welcher Typ mir gefällt. Auf keinen Fall schwarze, geschniegelte Windhunde. Natürlich, ausgeflogen ist der Vogel. Na, da schau her. Fotos. Nicht schlecht. Die nackten Mädchen nehmen wir auf alle Fälle mit. Sonst noch was? Fingerabdrücke und das Übliche und vor allem die Asche hier von dem Foto. Dass wir uns richtig verstehen, Fürst. Mordverdacht ist eine schwerwiegende Sache. Warum leugnen Sie eigentlich Ihre Bekanntschaft mit Frau Specht? Ich bin nur ein Spieler und verpfeife ungern, Herr Kommissar, aber mit Mord möchte ich nichts zu tun haben. Und seit wann kennen Sie diesen Garrett? Eine halbe Ewigkeit. Da lief er noch in amerikanischer Uniform rum, mit einem Care-Paket unterm Arm, auf Broadshaw. Den haben die Weiber auf dem Gewissen, er hat nämlich einen Sprachfehler. Er kann nicht Nein sagen. Sie sind doch Spieler. Können Sie Ihre Karten nicht so stecken, dass Sie sich vom Mordverdacht befreien, damit wir Sie laufen lassen können? Eins verspreche ich Ihnen, Herr Kommissar. Wenn Sie sich das Herz nehmen und mich freilassen, haben Sie morgen Ihren Mörder. Ach, du bist es. Ich brauche das Geld. Jetzt. Sofort. Ich habe es noch nicht. Ich komme gerade von der Mordkommission. Wie interessant. Du hast recht. Waldemar Fürst will jetzt alles auf dich abschieben. Das habe ich gewusst, dieser Gauner. Das Teeglas aus dem Kaffeehaus haben sie auch mitgenommen. Sie haben jetzt die Fingerabdrücke von dir. Also wann kann ich das Geld haben? Hm? Heute um 5 Uhr. Bei mir im Café. Nein, nicht im Café. Ich hole es mir hier bei dir ab. Ach, hast du mich aber erschreckt, Boris. Davon muss ich mich erst mal erholen. Bleibst du noch etwas bei mir? Kommt darauf an, wann deine Bank zumacht. Aber wenn du es unbedingt willst. Ich will kein Spielverderber sein. Herr Polizeirat, Fernschreibmeldung aus Washington, FBI an Kripo Wien. Text, Fingerabdruck stammt von Boris Garetzky, alias Garrett, Army Service 24th Division. Unehrenhafte Entlassung aus der Armee wegen umfangreicher Schwarzmarktgeschäfte. Aufenthalt unbekannt. Haben Sie was gehört von dem Kind? Nein, bis jetzt keine Spur. Wir stehen in ständiger Verbindung mit der Funkstreife. Wir müssen alles Menschenmögliche tun. Und wenn wir ganz Wien auf den Kopf stellen, wir müssen das Kind finden, und zwar bald. In Ordnung. Boris hier gewesen? Schon lang nicht mehr. Der hat sich inzwischen verbessert. Dem ist unser Wein zu billig. Herr Nachtelroden, hast du Boris gesehen? Wer ist Boris? Garrett natürlich, wer denn sonst? Du doch nicht so, als ob du ihn nicht kennst, der Baron. Also, was ist? Ich hab niemanden gesehen. Kein Tommy, kein Fredel, kein geschupften Pferd. Kleiner Spaziergang gefällig, Herr Baron? Fürst sind in Gebelaune. Ich denke, du sitzt. Wenn du dich jetzt umdrehst, brauche ich nur laut deinen Namen zu nennen, dann sitzt du. Noch wissen die Bullen nämlich nicht, wie du aussiehst. Nett von dir. Ganovenehre? Geldverlegenheit, weiter nichts. Eine Hand wäscht die andere. Die Sempten hat schon bezahlt und die Specht wird noch bezahlt. Und wie ich dich so kenne, wird alles zusammen 200.000 ausmachen. 40.000 für mich. Stolzer Preis. Dafür schenke ich dir die Walli und ein goldenes Korsett dazu. Alles, was ich für dich tun kann, ist deine Visage zu vergessen. Noch steht der Bulle da. Okay, 40.000. Heute Nacht um 3 Uhr beim Silo. Um 8 Uhr im Prater. Da hängen wir den Bullen besser ab. Sognifra. Das ist aber schnell gegangen. Jetzt verstehe ich, warum Sie mir das Geld auf 3 Raten haben holen lassen. Auf einmal hätte ich es gar nicht trauen können. 100.000 Schilling. Rechnen Sie heute ab. Ich habe eine Verabredung am Abend. Wiedersehen. Also auf Wiedersehen.
Rufen Sie den Chef! Ist was mit dem Kind? Nein, Frau Spicht hat größere Geldbeträge bei der Bank abheben lassen. Wahrscheinlich will sie abhauen. Der wird sich kalte Füße holen. Da vorne am Ausgang. Sein Pech. Los, jetzt kannst du langsam das Geld rausrücken. Danke. Habe ich dich also doch richtig eingeschätzt. 40.000 und das in großen Schein. Dein Geschäft mit den Damen scheint sehr einträglich zu sein. Muss ich mir direkt überlegen, ob ich nicht das Kartenspiel... Leider nicht, Herr Polizeirat. Ein halbes Dutzend Vagabunden haben wir aufgeschreckt. Von dem Kind Claudia keine Spur. Dann verstärken Sie die Suche. Selbstverständlich verstärken wir die Suche. Ende. Fischer, wir fahren sofort zum Haus der Walli Specht. Wir müssen das Haus unter Beobachtung stellen. Versteckt die sich also? Sie da! Verschwinden Sie hier, bis Sie von den Ratten angefressen werden! Was will denn der hier? Achtung, Streifenwagen Dora! Heller Lancia ohne Nummernschild im Hafengebiet Sperrgebiet 12 abgestellt aufgefunden. Ein Mann, nach dem bei ihm gefundenen Ausweis heißt er Waldemar Fürst. Liegt der Stochel im Vordersitz. Schauen Sie sich den Wagen genau an, besonders das Armaturenbrett. Übersehen ja. Sie auch nicht das kleinste Staubkörnchen, das ich hier jawohl. Finde. Sofort, Herr Polizeirat. Herr Polizeirat, wenn man von vorn durch die Windschutzscheibe in den Wagen schaut, kann man ganz deutlich... Verkehrsleitzentrale hat einen Spieler. Erkennen. Eine 9? Ja, neben der 9 ist ein Punkt. Es ist also kein Irrtum möglich. Von dem Täter keine Spur? Nein, aber wir nehmen das Lenkrad mit für die daktyloskopische Abteilung. Gut, Ende. Achtung, Einsatzbefehl für sämtliche Streifenwagen. Sperrgebiet abriegeln. Suche nach dem unbekannten Mörder. Personenbeschreibung ist bereits bekannt durch den Bestattungsbeamten Friedrich. Vermutlicher Täter parkte mit dem Lancia vor dem Hause der Specht.
warten bis 8:50. Wenn er bis dahin nicht gekommen ist, werde ich der entzückenden, molligen Blondine höchstpersönlich einen Anstandsbesuch machen. Das Kind! Hierher, Herr Oberinspektor! Fischer, lassen Sie den Kerl nicht entkommen. Ich kümmere mich um das Kind. Oberinspektor Fischer, verfolge roten Maserati, der mit 120 Stundenkilometern Richtung Krottenbachstraße fährt. Vermutliche Flucht Richtung Stadtauswärts, Richtung Grinzing, Höhenstraße. Achtung, Fahrer des Fluchtwagens wahrscheinlich bewaffnet. Achtung, Paula. Einsatz. Sperren Siebinger Straße bei Obkircher Gasse. Richard, fahren Sie Kobenzlgasse. Sperren Sie Fahrtrichtung Höhenstraße in Höhe Feuerwache. Achtung, Fahrer des Fluchtwagens ist wahrscheinlich bewaffnet. Fahren Sie mich zur Verkehrsleitzentrale. Die Kleine ist mir wieder entwischt, spurlos verschwunden. Fluchtwagen ist soeben durchgefahren. Er fährt in Richtung Bilderothstraße. Ende. Wiener Wein, würde ich sagen. Ich brauche unbedingt Gendarmerie-Porsche zur Weiterverfolgung. Fluchtwagen fährt in Richtung Nordbrücke, stadtauswärts. Fluchtweg abschneiden. Porsche bereits unterwegs zur Floridsdorfer Straße. Erwartet Fluchtwagen an der Auffahrt zur Brücke. Der Maserati darf auf keinen Fall die Ausfallstraße erreichen. Sonst schauen wir ihm nämlich nur noch in den Auspuff. Dann ist er weg. 9:14 Uhr. Da ist er. Porsche hängt gut dran. Er jagt Fluchtwagen in die Stadt zurück. Ich versuche dran zu bleiben. Hier Gendarmerie Porsche, Fluchtwagen fährt Richtung tiefer Graben, Möckerbastei. Lassen Sie diese Zone abriegeln. Stellen Sie mal einen Rettungswagen. Aber ein bisschen Dalli. War von Einsatzwagen Richard durch Beschuss schwer verletzt. Beifahrer nach Unfall bewusstlos. Vermutlicher Täter Boris Garetz. Haben entkommen. Sie eben was verpasst? Achtung, Achtung. Gesucht wird Boris Garetzki, alias Garrett, amerikanischer Staatsbürger. Schalten Sie doch den Quatsch aus. Ich komme gerade von meiner Frau. Die liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Claudia Sampton? Du, das ist doch das Kind, das wir seit 3 Tagen überall suchen. Da müssen wir sofort Meldungen machen, im Polizeipräsidium, bei der Mordkommission. Oder warte, nein, am besten gleich beim Oberstleutnant.
Herr Oberstleutnant, eine Meldung für Sie. Vom Unfallort? Nein, vom Revier Lobardona, Wachtmeister Bach. Im Hafensperrgebiet in Bunker 3 wurde der Mantel von dem Kind, das wir seit 2 Tagen suchen, gefunden. Claudia Sempton. Den Mantel sofort herbringen. Ja, ich schicke den Wachmann mit dem Mantel sofort zu Ihnen. Ende. Danke, Ende. Endlich, dass wir da nicht drauf gekommen sind. Dabei haben wir doch das Bild von ihr und ihrer Mutter vorm Bunker 3. Vorläufig haben wir nur den Mantel von ihr. Ich weiß schon, was ich mache. Fischer, kommen Sie sofort her. Wir haben eine Spur gefunden von Claudia Sempton. Ende. Walli, warum erschrickst du so? Ich bin's doch. Oh, Boris. Hast du etwa einen anderen erwartet? Wie bist du nur hereingekommen? Es stehen doch überall Polizisten in Zivil. Über die Mauer bin ich geklettert. Ich hatte Angst, ich würde dich nie mehr wiedersehen. Das würde ich nicht überleben. Bist du nur darum gekommen? Nicht nur, aber auch. Dieser Brief war in der Manteltasche, dieses Foto auch. Als ich den Namen im Mantel gesehen habe, bin ich sofort damit zum Revier. Priska, ich danke dir für die 80.000 Schilling, die du mir zum Aufbau unserer gemeinsamen Existenz anvertraut hast, Boris Gerrit. Das Tatmotiv. Wirst du mich sehr oft betrügen, wenn du fort bist? Kommt darauf an, wie großzügig du jetzt bist. Du kannst von mir haben, was du willst. Aber ich brauch dich so sehr. Der Polizeirat, der Wagen wartet. Ja. Komm schon. Danke. Die Kriminalpolizei bittet um Ihre Aufmerksamkeit für eine Suchmeldung. Gesucht wird das Kind Claudia Sempton. 9 Jahre alt, 1,30 Meter groß, braunes, halblanges Haar, braune Augen. Sachdienliche Mitteilungen nimmt jede Polizeidienststelle oder jede Kriminal... Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich danke dir, mein Goldstück. Ich habe das Geld zwar nicht nachgezählt, aber ich hoffe, es sind 100.000, sonst komme ich nicht durch. Sei ganz ruhig, Liebling. Es wird schon reichen. Eigentlich schrecklich, das mit dem Kind von der Sempton. Am liebsten möchte ich jetzt losgehen und mit Suchen helfen. Wir hatten doch auch das Foto am Bett der Ermordeten gesehen. Das war ein kapitaler Fehler. Hätten wir das damals sichergestellt, hätten wir gesehen, dass es genau die gleiche Aufnahme war wie die in Gerrits Wohnung. Und diese kleine Unterlassungssünde, die kann dem Kind das Leben kosten. Hoffentlich nicht. Wie das Kind aber darauf kommt, sich in dem alten Badebunker zu verstecken. Eben, das ist es ja, Fischer, durch das Foto. Mm-hmm.
Fischer, geben Sie unseren Standort durch und dann kommen Sie nach. Fischer! Das Kind! Da! Da läuft er! Fischer, aufpassen, dass er nicht ins Kanalnetz entkommt! Ich lasse über Funk Verstärkung ranholen! Ich muss zu dem Kind! Claudia! Stehen bleiben oder ich schieße! Standort Lobau-Donau. Herr Polizeirat Moll bittet sofort um Verstärkung. Oberinspektor Fischer mit Verfolgten in Feuergefecht. Sofort Kanalbrigade alarmieren. Ende. Decken Sie sie gut zu. Nehmen Sie her. Man erwartet Sie am Kanaleinstieg 4. Ich bin schon unterwegs. Kanal 4, Schleuse schließen für Kanal 5 und 6. Wasser fluten lassen. Verstanden, lassen Wasser langsam fluten. Ende. Im Kanal 4, 5 und 6 werden geflutet. Kommen Sie raus! Geben Sie es auf! Jetzt werden wir ausreichen. Geht's? Achtung! So, jetzt haben wir es gleich. Achtung! Sie sitzen in der Falle! Kommen Sie raus! Raus mit ihr! Vorsicht! Ist sie schon wieder zu sich gegangen? Ja. Na, Claudia? Komm ich jetzt ins Waisenhaus? Du kommst erst mal zu mir nach Haus. Da bekommst du ein warmes Bettchen und was zu essen. Ich habe nämlich auch zwei Kinder. Was glaubst du wohl, wie meine Frau und meine beiden Kinder sich freuen, wenn du für immer bei uns bleibst, Claudia? Ja, ich auch.